Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe meine Mama überzeugen können, ihre Beauty-Geheimnisse zu lüften. Und ich habe einige Produkte hier, die sie eigentlich schon fast irgendwie immer benutzt. Und ich dachte mir, es könnte vielleicht ganz spannend für euch sein. Und ihr bekommt sogar eine Review von Mama. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal mit einem ganz besonderen Gast, Mama. Mama Maxim ist zwar nicht hier, aber Mama Maxim hat Sprachnachrichten mit ihren Reviews geschickt. Und wir hatten ja neulich schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich probiere, euch auch nochmal andere Produkte zu geben. Natürlich habe ich auch ganz, ganz viele Mäuse in der Community, die vielleicht im Alter meiner Mutter oder teilweise sogar auch von meiner Großmutter sind. Und das finde ich gut. Und ich möchte auch für euch die richtigen Produkte finden und habe demnach meine Mama und meine Oma auch überzeugen können, ihre Favoriten ein bisschen zu exposen. Ich habe auch von meiner Mama jetzt gerade schon alle Produkte hier oder fast alle Produkte hier, die sie selbstverständlich nach diesem Video dann auch bekommt, dass sie mal eine frische Runde hat. Einige Produkte kennt ihr vielleicht schon, einige Produkte auch nicht. Und ich muss es als ganz kleinen Disclaimer dazu sagen, meine Mama wird natürlich nicht optisch hier sein und auch nicht mit dem Video zugeschaltet sein. Ich glaube, sie würde es sogar machen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie ganz entspannt über die Straßen gehen kann. Deswegen hat Mama mir Sprachnachrichten geschickt. Ich freue mich über ganz viel Liebe für Mama in den Kommentaren. Okay, ihr süßen Mäuse, wir starten zuerst mit dem Produkt, das kennt ihr schon. Ich habe es euch schon erzählt, dieses Parfum ist niemand anderes als meine Mutter darf dieses Parfum tragen für mich so ungefähr. Und ich, wenn ich an sie denke. Das ist St. Bart Fragrance, Vanilla West Indies. Sie hat das, ich habe mit ihr nochmal gesprochen, sie hat das vor, müsste 15, 20 Jahre her sein. Da war sie mit ihren Schwestern im Urlaub. Und im Spa-Bereich stand dieses Parfum. Und da hat sie das das erste Mal entdeckt und hat sich seitdem verliebt. Und seitdem ist das ihr Parfum. Also sie hat zwar ganz, ganz viele Parfums, vielleicht machen wir noch mal eine Parfumsammlung von Mama, aber das ist ihr Parfum. Dieser Duft ist der schönste Duft, den es auf der Welt gibt. Er riecht nach Vanille, er riecht nach Karamell, er riecht nach gebrannten Mandeln und wir hören einfach mal, was Mama zu sagen hat. Ja, ihr Lieben, heute erzähle ich euch mal etwas über mein absolutes Lieblingsparfum. Es vergeht nicht ein Tag, wenn ich dieses Parfum benutze, wo nicht irgendjemand sagt, oh, es riecht hier aber so lecker oder gefragt werde, was ich für einen Duft angesprüht habe. Man muss dazu sagen, dieses Parfum ist ein bisschen ölig. Wenn man empfindliche Kleidung trägt, sollte man es vorher ansprühen und vielleicht mit dem Föhn ein bisschen antrocknen. Dann passiert nichts, aber das ist es echt wert. Ich liebe diesen Duft. Ihr werdet einfach auffallen damit. Und ihr wisst es ist auch mittlerweile eins meiner liebsten Parfums. Ich habe es jetzt hier auch schon fast aufgebraucht. Es ist einfach ein ganz besonderer Duft. Er ist süß, er bleibt und er hält. Und ich habe das Gefühl, das ist, also ich habe viele Parfums, ja. Aber es gibt kein einziges Parfum, was ich besitze und vor allem, was ich auch kenne, was eine so lange Langlebigkeit hat wie dieser Duft. Das ist natürlich sehr, sehr ölig, es ist sehr konzentriert. Es ist so lustig, weil ich, wenn ich weiß, dass meine Mama dieses Parfum trägt, wenn ich zu ihr beispielsweise gehe und in den Hausflur komme, rieche ich schon das Parfum und weiß, Mama macht sich gerade fertig. Und dieses Parfum, es hält vor allen Dingen auch auf den Klamotten sehr, sehr gut. Na, man muss, so wie Mama gesagt hat, immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht zu doll auf die Klamotten trägt oder ich trage es mir meistens nur hier hinten an den Haaransatz, damit es dann auf der Haut ist und nicht unbedingt auf den Klamotten, weil es dann wirklich zu kleinen Ölflecken führen kann. Aber wenn du die Klamotten einsprühst, ein halbes Jahr später riechen die Klamotten aus dem Schrank immer noch genauso. Das ist einer meiner schönsten, einer meiner liebsten Düfte. Natürlich verbinde ich da auch einfach meine Mutter mit diesem Duft, aber es ist einfach ein wahnsinnig toller Duft, der. Ich könnte ihn jeden Tag tragen. Wir bleiben aber gleich bei Duft. Und meine Mama ist ja eigentlich eher schon fast so eine Drogeriemaus mittlerweile, ne? Was Make-up vor allen Dingen angeht. Aber bei Pflege, da lässt sie sich auch nicht lumpen und hat hier von L'Occitane das Concentré de lait Milk Concentrate mit Mandel. Das ist, glaube ich, der Mandelduft, müsste das sein. Es riecht auf jeden Fall unglaublich. Das ist eine Bodylotion, sehr, sehr dicke Textur, sehr pflegend, aber, und das fand ich ganz spannend, ich habe sie noch nie getestet, sie zieht auch sehr schnell ein. Sie wird, erst ist sie ganz dick und dann wird sie so ein bisschen wässrig. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte unten in der Infobox und hinterlässt einfach ein sehr schönes Gefühl auf der Haut, ohne dass es klebt, ohne dass sie so schwer ist. Es gibt ja so Bodylotions, da kannst du dich 20 Minuten lang nicht anziehen. Die zieht super schnell ein und der Duft, der hält. Wir hören, was Mama zu sagen hat. Hallo liebe Maxi-Mäuse.
Ich habe mich gerade mit der Occitan-Mandelcreme eingeschmiert und ich muss euch sagen, die ganze Wohnung riecht so lecker wie ein Pudding. Und das Tollste an der Creme ist, dass die so schnell einzieht, dass man gar nicht lange warten muss, bis man seine Kleidung anziehen kann. Also ich liebe diese Creme, auch wenn sie leider etwas teuer ist. Okay. Also ich habe auch schon wirklich überlegt, ob ich mir die jetzt auch nochmal bestelle, weil die mir so gut gefällt. Die zieht richtig schön ein. Die ist richtig feuchtigkeitsspendend. Ein ganz, ganz toller Duft. Ich habe mich auch schon so ein bisschen mit eingecremt gestern nach der Dusche. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, die werde ich mir selber auch nochmal bestellen. Und sie hat auch noch, ich habe noch ein Foto gemacht, diese Handcreme empfohlen. Sie sagt, das ist die beste Handcreme, die es gibt. Die ist leider Stand jetzt immer noch nicht angekommen. Ich habe sie bestellt und soll wohl laut ihr ein sehr, sehr schönes, langanhaltendes Dufterlebnis haben. Gar nicht so schlimm. Da habt ihr hier auch nochmal eine Kombination. Ich finde auch die Kombination zusammen ganz gut, ne? Hier hast du die gebrannte Mandel, hier hast du die frische Mandel. So ein bisschen sauberer riecht dieser Duft hier und dann diesen vanilligen Duft. Meine Mutter riecht wie ein Weihnachtsmarkt. Man muss es so sagen, Mama riecht nach Weihnachtsmarkt. Wenn ihr Lust habt, machen wir auch nochmal eine kleine Parfumsammlung von Mutti. Mutti ist auch so eine Parfummaus, ne? Meine Mutter riecht immer gut. Meine Mutter riecht immer gut. Wir kommen zum Make-up und da bin ich sehr gespannt. Ich muss dazu sagen, einige Produkte, wenn man sie so sieht, denkt man sich so, ulala. Aber am Ende sieht es immer richtig, richtig gut aus und wir starten mit einem Produkt, was sie recht neu hat jetzt. Sie hatte vorher immer dieses hier von Shiseido. Das ist eine Powder Foundation, die man nass und trocken auftragen kann. Und das ist einfach extrem teuer. Die Farben sind nicht immer erhältlich. Ich glaube, es wird sogar aus dem Sortiment genommen. Und da meine Mama die Drogeriemaus schlechthin ist, hat sie in der Drogerie die günstige Alternative überhaupt gefunden. Das nächste Schätzchen aus meinem bescheidenen Schminkfundus ist von Art Deco. Das ist ein Puder, den man sowohl trocken als auch nass auftragen kann. Ich habe lange Zeit ein ähnliches Produkt von einer japanischen Firma benutzt, doppelt so teuer und da sah man doch ein bisschen maskenhaft aus. Und das ein bisschen feucht gemacht, übers Gesicht gewischt, deckt jede Falte, jeden Fleck ab. Also diesen von Art Deco kann ich echt empfehlen. Ich verrate euch natürlich auch gleich, wie meine Mutter das aufträgt. Sie hat es ja eben auch schon angesprochen. Sie benutzt es tatsächlich wirklich als Foundation. Meine Mutter hasst flüssige Foundations. Sie sagt, sie mag das Gefühl auf der Haut nicht. Sie mag dieses Schmierige nicht. Es fühlt sich einfach bei ihr nicht so gut an. Okay, ich liebe Foundations und ich kann keine Puder-Foundations als Foundations auftragen. Deswegen habe ich meine Base auch schon so ein bisschen gemacht. Ich habe sie aber noch nicht fixiert. Ich würde fast sagen, selbst von der Verpackung her sind die sich doch schon sehr ähnlich. Sie sagt, es funktioniert bei ihrer Haut sehr, sehr gut. Wir probieren es jetzt mal natürlich auf meiner Haut. Ich nehme Puderpinsel und arbeite mir das einfach hier rüber. Ich habe das jetzt übrigens in der Farbe 20. Ich hoffe, es passt, Mama. Sie hat ja uns auch schon den nächsten Hack gleich direkt mit auf den Weg gegeben, wie sie das macht. Es fühlt sich sehr leicht an. Es ist nicht parfümierend und es mattiert halt sofort, ne? Also du kannst noch mal eine Menge Deckkraft mit aufbauen. Was ich jetzt mal ausprobieren möchte, ist mit dem Microfiber Multitool Mini, verlinke ich euch einmal unten. Ist schon sehr kompakt. Ne, da seht ihr. Also nass wird es natürlich auch deutlich dunkler. Aber Mutti sagt, das ist ihr liebstes Puder. Du kannst damit natürlich noch mal eine immense Deckkraft aufbauen. Ich trage es jetzt, wie gesagt, nur als Foundation Puder auf. Es ist natürlich auch nicht so richtig meine Farbe. Und gerade wenn es mit Feuchtigkeit in Kombination oder in Berührung kommt, wird es auch noch mal dunkler. Aber das ist Muttis Favorit. Jetzt ist aber eine ganz spannende Sache. Weil meine Mutter das hier als Foundation benutzt, ist sie dann immer recht blass. Und dann hat sie ein Produkt, ich glaube auch schon immer, und auch eine ganz besondere Technik. Wir hören erstmal, was Mama zu sagen hat. Danach noch ein bisschen ägyptische Erde über das Gesicht und fertig ist das schnelle Mutti-Make-up. Da ich ja manchmal nicht so viel Zeit habe, am Morgen mich da so lange zu schminken. Man sieht aber immer frisch und fertig aus. Sie schwört nämlich auf ägyptische Erde. Das kennt ihr vielleicht. Ich habe das noch nie benutzt. Keine Ahnung wie. Aber Mutti nimmt meinen Pinsel aus der Revlon Loves Me Holy Grails Kollektion, diesen Kabuki Brush, und geht da rein und trägt es sich dann im gesamten Gesicht auf. Ich habe nicht mal mehr meinen eigenen Pinsel. Den hat Mutti nämlich bekommen. Ich nehme jetzt hier diesen hier von Essence. Das ist schon. Es macht mir schon ein bisschen Angst, weil es ist sehr dunkel und es ist vor allen Dingen auch sehr warm und sehr schimmernd. Man muss dazu sagen, meine Mutter und ich haben auch nicht dieselbe Hautfarbe, ne? Also, na, wir probieren es jetzt so hinzukriegen, dass es bei mir passt. Ich gehe jetzt mal ganz leicht rein und arbeite auch erstmal hier in meiner Hand. Ich möchte nur so ein bisschen Bronze-Effekt haben. Sie geht aber eigentlich über ihr komplettes Gesicht. Also einfach
wie so ein Fixing-Puder, dass sie so ein bisschen mehr Farbe hat. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus, ne? Fokussierst ein bisschen mehr hier auf die Wangen und auf die Stirn. Es ist schon sehr warm bei mir jetzt persönlich, aber du siehst dann natürlich direkt aus, als wärst du aus dem Urlaub gekommen. Ich glaube, im direkten Vergleich seht ihr das ganz gut. Hier ist einfach so ein bisschen Bräune und das ist dadurch, dass es so warm ist, aber hier ist ein bisschen Grün mit drin, sieht es aus wie eine Urlaubsbräune schon fast, ne? Also die meisten Bronzer sind ja sehr orange. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass der vielleicht ein bisschen orange wird, aber sie geht da einfach rüber und das sieht bei ihr ganz gut aus. Es hat so einen leichten Schimmer mit drin, was das Licht vielleicht auch so ein bisschen reflektiert und dann auch noch mal so ein bisschen weich zeichnet. Aber im direkten Vergleich finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht jetzt. Mutti hier Beauty-Guru, ne? Meine Oma, es ist ganz spannend, meine Oma beispielsweise ist ganz anders, was ihre Produkte angeht. Ich habe sie auch schon beauftragt, ihre Produkte zu sammeln für uns, dass wir mal einen Aufgebraucht von Mama und Oma machen können. Einige Produkte habe ich auch schon hier. Ich muss natürlich dazu sagen, mittlerweile ist das Ganze sehr beeinflusst von mir. Sie kriegen natürlich ganz, ganz viele Produkte von mir, wo ich weiß, dass sie die vielleicht mögen. Deswegen werden sie auch viele Produkte haben, die sie vielleicht selber nicht gekauft haben, aber aufgebraucht haben. Und ich glaube, es kann trotzdem ganz spannend sein. Wobei meine Oma ist eine Martina Gebhardt-Maus. Martina Gebhardt und das hier. Diese Oma hat eine Abendroutine, die schlägt meine. Ich weiß nicht, wie sie schafft, das jeden Abend zu machen, aber sie macht das seit schon immer. Ich habe früher ganz oft, als meine Mama dann, wenn meine Mutter arbeiten war, über Nacht. Sie war ganz lange Zeit Flugbegleiterin und musste dann natürlich auch über Nacht wegbleiben. Und dann habe ich bei meiner Oma geschlafen, der direkt nebenan gewohnt. Und ich habe dann immer mit meiner Oma abends die Skincare-Routine gemacht. Beziehungsweise habe dann ihr zugeschaut und dann hat sie mich auch so ein bisschen an die Sachen mit so rangeführt. Eher so an Hautpflege. Mutti Make-up, Oma Hautpflege. Oma hat mich auch gefühlt alle 2 Wochen zur Kosmetikerin geschickt, ne? Um eine gute Haut zu behalten oder zu bekommen. Sie hat immer dieses Spray benutzt von Avène. Immer. Immer. Jeden Tag, jeden Morgen einfach rüber. Und meine Oma hat wirklich eine grandiose Haut. Also, Freunde, Avène. Thermalwasser. Oma sagt, Thermalwasser ist es. Und sie hat es immer. Ich habe es noch nie gesehen. Sie hat es in kleiner Größe für unterwegs. Sie hat es in der großen Größe für zu Hause. Sie hat sogar Backups im Schrank. Oma und Mutti sind die OG-Beauty-Gurus. Kommen wir mal zurück zur ägyptischen Erde von Mutti. Ich mag es ganz gerne. Also, ich bin ja im Moment ein bisschen blass ums Näschen. Aber so leicht rübergedastet sieht das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Es ist warm. Natürlich ist es warm. Aber im Sommer, glaube ich, könnte das ein richtig, richtig gutes Produkt sein. Und ihr seht es ist extrem pigmentiert, ne? Es hält. Du kannst es so ein bisschen rüberdasten. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der nächste Schritt wird ein bisschen spektakulärer. Ich glaube, das, was wir jetzt machen, wird nicht dem gerecht, wie meine Mutter es wirklich macht. Denn meine Mutter hat eine ganz spannende Lippenkombination. Sie hat, ich weiß nicht, wie viele Lip Liner sie hat, aber sie sind alle farblich immer ähnlich und sie ist sehr speziell, was Lip Liner angeht. Sie dürfen nicht schmieren, sie müssen eine bestimmte Farbe haben und sie müssen halten. Sie hat einen, aber ich wusste nicht mehr, es war nicht mehr erkennbar. Ich habe jetzt einen gefunden, der farblich sehr ähnlich ist. Das habe ich jetzt hier von Make-up Coach. Die Lippenkontur Naki Lila K. Das ist ein sehr, sehr lilafarbener Lip Liner. Und damit zieht sie erstmal. Nee, der ist nicht dunkel genug. Also Muttis Lip Liner ist noch ein bisschen lilaner. Vielleicht verrät sie uns ja nochmal, was sie für einen Lip Liner hat. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so dermaßen weit übermalt habe. Das ist nicht muttigerecht. Also einen recht dunklen Lip Liner. Und jetzt pass auf, Mutti, Neon Pink. Es ist ganz spannend, weil sie macht einmal den Lip Liner, dann nimmt sie den Lippenstift, dann verwischt sie das so ein bisschen und sie kombiniert ganz viele verschiedene Lippenstifte. Also das Pink ist recht neu. Früher hat sie immer von Estée Lauder, glaube ich, war es, diesen hier, Melon, den gibt es nicht mehr. Der ist aus dem Sortiment genommen worden. Und dann mischt sie aber immer wieder so ein bisschen den Lip Liner rein. Und mischt ganz viele verschiedene Lippenstifte mit rein. Aber das, sagt sie, ist ihr Liebster. Und ich finde, in Kombination mit so einem dunkleren Lip Liner sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Es ist natürlich ein spektakulärer Look, ne? Finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ein sehr, sehr matter Lippenstift. Wir hatten den auch neulich im Newsletter. Mutti kriegt da jetzt auch ihre eigene Kolumne und kann ganz bald ihre eigenen Produktempfehlungen mit rausgeben. Das ist schon sehr, sehr spannend. Mama liebt matte Lippen. Sie hasst es, wenn etwas glossy ist. Das ist ja total meins, ne? Ich liebe diese glossy Finishes. Ich liebe es, wenn es wirklich sehr, sehr pflegend ist. Aber ich weiß nicht, wie viele meine Mutter durch ihre Review dadurch verkauft hat.
Aber ihr kennt mit Sicherheit von Art Deco das Magic Fix. Und jedes Mal, wenn ich über Art Deco spreche oder mit Art Deco spreche, fällt dieses Wort hier. Art Deco hat sogar meiner Mama schon mal welche geschickt. Ganz lieben Dank dafür. Das ist ein Lippenstift-Fixierer. Und wir hören, was Mutti zu sagen hat. Eins meiner absoluten Lieblingsprodukte ist das Magic Fix von Art Deco. Das benutze ich bestimmt schon über 20 Jahre und ich habe immer ein Reservefläschchen zu Hause. Eigentlich ist dazu da, dass der Lippenstift auf Gläsern und Tassen nicht abfärbt oder vielleicht sogar beim Küssen. Aber ich benutze das auch, weil Lippenstifte, die so glänzen, sind gar nicht meins und die mattieren den Lippenstift so ein bisschen, sodass also nichts glänzt. Ihr kennt den. Ich liebe den. Es gibt keinen, der da rankommt. Und ihrer sieht nicht mehr ganz so frisch aus, deswegen kriegt Mutti den hier auch gleich. Das ist eine Flüssigkeit, die du auf deinen Lippenstift drauf machst. Und das sorgt dafür, dass es hält. Ich habe keine Ahnung, wie sie es schaffen, aber es hält. Hier ist wie so ein Nagellackbürstchen mit dran. Und jetzt ist ganz wichtig, das habe ich nämlich von Art Deco gelernt. Eine Schicht, die Lippen nicht hin und her wischen, sonst geht das alles kaputt. Auftragen. Und wirklich antrocknen lassen. Es witzelt ein bisschen, killert ein bisschen und dann kriegst du diesen Lippenstift nicht mehr ab. Es ist ganz lustig. Ich habe wirklich schöne Farbe, ich habe eine schöne Lippenkombination drauf, die Lippen halten. Also die ägyptische Erde, die hat es mir jetzt angetan, ne? Ich war ein bisschen skeptisch, bin ich ehrlich. Ansonsten, alle anderen Produkte kannte ich schon so ein bisschen. Das Lipfix ist natürlich gigantisch gut, aber ich hoffe, dass es euch vielleicht ein bisschen Spaß gemacht hat, mal was anderes zu sehen. Wir können das Ganze gerne noch in die zweite Runde bringen. Es gibt noch einige Produkte, die meine Mama im Schrank hat, für ihre Haare, für ihre Pflege. Wir haben noch Oma. Wenn ihr darauf Lust habt, lasst gerne ein Feedback unten in den Kommentaren da. Mir hat das Ganze extrem viel Freude gemacht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen Dank an Mama, dass sie mitgemacht hat. Ihr süßen Mäuse, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.